Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Amen. Liebe Gemeinde, es war einmal ein älteres Ehepaar in Deutschland. Sie besuchten ihren Pfarrer, um sich von ihm zu verabschieden. Vor einigen Jahren waren sie aus der DDR gekommen und jetzt wollten sie weiter nach Kanada. Ein Sohn hatte vor 3 Jahren den Sprung gewagt und nach viel Mühe und Not konnte er sich eine Existenz aufbauen. Jetzt bat er die Eltern zu kommen. Und sie sagten, nur weil der Sohn schon drüben ist, kann ich es riskieren. Er wird mir helfen. Das ist Himmelfahrt. Der Sohn ist uns vorausgegangen. Er trägt alle Risiken. Himmelfahrt ist eine weitere Stufe auf der Treppe der Verherrlichung Jesu. Er setzt sich als König zu Rechten Gottes. Und wir haben es am Himmelfahrtstag in einer Predigt aus Psalm 47 gehört. Heute dürfen wir mit dem Heidelberger Katechismus erneut über die Himmelfahrt Jesu nachdenken. Es ist ein wichtiges Fest. Es geht hier wirklich auch um eine Heilstatsache. Es bedeutet etwas für uns. Die Himmelfahrt Christi nützt uns etwas. Das wird in Frage und Antwort 49 erklärt. Bevor wir aber so weit kommen, denken wir zuerst über die Tatsache der Himmelfahrt nach. Darum geht es in Frage 46. Schau mal mit. Da wird also gefragt, wie verstehst du, dass es heißt, aufgefahren in den Himmel? Antwort, Jesus Christus wurde vor den Augen seiner Jünger von der Erde zum Vater in den Himmel erhöht und ist dort uns zu gut, bis er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist zuerst also einfach die Himmelsfahrtsgeschichte im Blick. Die Geschichte ist bekannt. Wie erstaunt waren die Jünger, als Jesus plötzlich vor ihren Augen aufgehoben wurde. Es war, als ob Gottes unsichtbare Hand ihn einfach so aufhob. Also erzählten mir Kinder das, Gottes Hand unsichtbar kam aus dem Himmel und holte so Jesus von der Erde zu sich. Und der Katechismus sagt das, dass Jesus erhöht wurde. Der Vater hat Jesus erhöht. An diesem Tag wurde er mit Ehre und Jauchzen zu Hause willkommen geheißen, vor den Augen der Jünger. Und das wird auch gesagt, um klarzumachen, dass es wirklich geschehen ist. Vor den Augen der Jünger steht hier, es ist wirklich geschehen, es gab viele Zeugen. Die Jünger, die dabei waren und auch spätere Zeugen, die Jesus im Himmel gesehen haben oder seine Stimme aus dem Himmel gehört haben. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, Seite 1144, da lesen wir über die Steinigung des Stephanus, habe ich heute Morgen auch erwähnt. Dann lesen wir in Vers 55, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. So, die Jünger haben es selbst gesehen, dass Jesus in den Himmel ging. Jetzt bezeugt Stephanus es, bevor er selbst auch in den Himmel geht, nachdem er gesteinigt wird. Und wir haben ja die Geschichte von Paulus. Zuerst Saulus in Apostelgeschichte 9, Vers 3. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich?
Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Es gibt immer wieder Leute, die finden es schwierig, die Tatsachen der Bibel zu glauben. Die Schöpfung wird immer angegriffen. Die Menschwerdung Jesu durch die jungfräuliche Geburt wird lächerlich gemacht. Der Auferstehung wird nicht geglaubt. Und auch die Himmelfahrt Christi wird bespottet. Denn wie kann das denn sein? Wenn wir draußen schauen, dann sehen wir die Sonne und abends und nachts die Sterne und sie sind Millionen von Kilometern entfernt. Wo ist Jesus dann hingegangen? Es ist da gut zu wissen, dass in der Bibel auf verschiedene Weisen über den Himmel gesprochen wird. Einerseits ist es die Luft, die wir draußen sehen. Andererseits ist es das Fundament mit den Sternen und so weiter. So wie Psalm 8 darüber spricht. Psalm 8, Vers 4: Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Aber die Bibel sagt auch, dass der Himmel Gottes Wohnort ist. Psalm 115, Vers 16: Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Und das ist ein Ort, wo Raum und Zeit keinen Einfluss haben. Es ist eine andere Dimension, die wir nicht mit irdischen Reisemitteln erreichen können. Denn Gott ist Gott und er ist komplett anders als wir und sein Wohnort ist auch komplett anders. Und Jesus Christus ist aufgefahren in diesen Himmel zu seinem Vater, zum Wohnort Gottes. Und was macht er da jetzt? Feiert er da nun eine große Party? Und kümmert sich nicht mehr um uns? Keineswegs. Jesus ist nicht wie Menschen, die nach einer harten Arbeitswoche eine berauschende Party besuchen, um alles Schwierige wieder zu vergessen. Nein, der Heidelberger Katechismus sagt: Und ist dort uns zu gut. Jesus Christus ist uns dort zu gut. Was das bedeutet, werden wir später noch bei Frage 49 hören, aber jetzt können wir schon denken an Johannes 14, Vers 2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Jesus bereitet etwas für uns vor. Denn er kommt noch einmal zurück. Das ist auch, was der Katechismus hier sagt. Bis er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das hatten die Engel auch den Jüngern am Berg gesagt. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und wir haben es auch schon gelesen in Hebräer 9. Hebräer 9, Vers 27, 28. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Jesu Himmelfahrt ist eine bezeugte Tatsache und auch seine Wiederkunft. Nächste Woche mehr darüber. Jetzt reicht es, dass wir diese einfache Beschreibung im Katechismus haben. Und dann kommen einige Einwände. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ist der Inhalt im Katechismus über die Auferstehung ganz kurz gehalten. Aber über die Himmelfahrt gibt es nun 6 Fragen und Antworten. Das hatte damit zu tun, dass hier darüber heftig diskutiert wurde in der Zeit der Reformation. Und hier treffen wir auf einen Unterschied zwischen den Lutheranern und den Reformierten. Und da geht es vor allem darum, wie das Abendmahl zu verstehen ist. Wie ist das Abendmahl zu verstehen? Die römisch-katholische Kirche sagt, das Brot ist wirklich der Leib Christi. Und das verändere sich bei der sogenannten Konsekration. Und deswegen beugen normalerweise die römisch-katholischen Leute sich auch, wenn sie eine Kirche betreten, denn in jeder geweihten Kirche wird die Hostie verehrend aufbewahrt.
Und deswegen gibt es auch einen eigenen Feiertag für Fronleichnam. Dann wird die Hostie in Prozessionen rumgetragen und angebetet. Das hat die katholische Kirche gelehrt. Damit war Luther nicht einverstanden. Aber er hat wohl auch geglaubt, dass Christus leiblich in Brot und Wein anwesend ist. Und obwohl Luther sehr viele gute Dinge gesagt hat, sind wir als Reformierten damit nicht einverstanden. Die Lutheraner glauben aber nicht, dass sich Brot und Wein verwandelt, so wie bei der katholischen Kirche, sondern sie glauben, dass Jesu Leib allgegenwärtig ist. Jesu Leib ist allgegenwärtig. Weil er Gott und Mensch ist, wurden dann seine göttlichen Eigenschaften auf seine menschliche Natur übertragen. Calvin hat aber gemeint, dass man das nicht so sehen soll. Und dass man Jesu menschliche und göttliche Naturen auch nicht vermischen soll, so wie die alte Kirche auch schon gesagt hatte. Und das wird wohl das extra Calvinisticum genannt. Damit wird gemeint, dass die Gottheit Jesu auch seine Eigenschaften behielt, als er Mensch wurde. Wie wir damals auch gesehen haben in Frage 35 des Heidelberger Katechismus, da ist die Antwort: Der ewige Sohn Gottes, der wahre und ewige Gott ist und bleibt. Die Lutheraner sagen, es ist eine neue calvinistische Lehre. Aber die Reformierten haben immer gesagt, dass die alte Kirche auch das immer gelehrt hat, zum Beispiel Athanasius und Augustinus. Und Telemann gibt davon in seiner Handreichung zum Heidelberger Katechismus ein schönes Zitat von Augustinus, das sich wohl bei Johannes 20, Vers 17 anschließt. In Johannes 20, Vers 17 steht, dass Jesus zu Maria sagt: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und was Augustinus darüber sagt, schreibt, steht dann auch auf dem Liturgieblatt. Da können wir mitlesen: Nach seiner Majestät, nach seiner Vorsehung, nach seiner unaussprechlichen Gnade wird erfüllt, was von ihm gesagt ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nach dem Fleisch aber, welches das Wort, der Sohn Gottes, angenommen hat, nach dem, was von der Jungfrau geboren ist, nach welchem er von den Juden ergriffen wurde, nach welchem er ans Kreuz geheftet, nach welchem er vom Kreuz abgenommen, nach welchem er in Leinen gehüllt, nach welchem er ins Grab gelegt, nach welchem er in der Auferstehung erschienen ist, werdet ihr ihn nicht immer bei euch haben. Warum? Weil er nach seiner leiblichen Gegenwart in seinem engeren und weiteren jüngeren Kreis 40 Tage lang verkehrte, kein Himmel aufgefahren ist, wohin sie ihm nachsahen, aber nicht nachfolgten und nicht hier ist. Dort ist er, da er sitzt zur Rechten Gottes. Und hier ist er, da er mit seiner Majestät nicht von uns weicht. Oder? Nach der Gegenwart der Majestät, das ist der Gottheit, werden wir Christus immer haben. Von der Gegenwart des Fleisches, das ist der Menschheit, gilt, was er zu den Jüngern gesagt hat: Mich aber werdet ihr nicht immer haben. Denn die Gemeinde hat ihn nach der Gegenwart des Fleisches wenige Tage, jetzt aber hat sie ihn im Glauben und sieht ihn nicht mit den Augen. Bis soweit Augustinus, und darin erkennen wir dann schon einiges aus dem Heidelberger Katechismus, Frage 47. Ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt, wie er uns verheißen hat? Antwort: Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Nach seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde, aber nach seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weicht er niemals von uns. Und das ist eine gute Nachricht, oder? Seine Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weichen nimmer von uns. Das ist doch herrlich. Aber da wird noch eine kritische Frage gestellt. Frage 48. Werden aber auf diese Weise nicht Gottheit und Menschheit in Christus voneinander getrennt, wenn er nach seiner menschlichen Natur nicht überall ist, wo er nach seiner Gottheit ist? Das war ein Vorwurf der Lutheraner. Aber die Gefahr ist dann,
dass wir das Göttliche in das Menschliche aufgehen lassen. Und dann ist der Trost von Himmelfahrt nicht so schön, wie sie jetzt ist. Und wenn Jesus leiblich überall wäre, warum sollten wir denn nach dem Himmel verlangen? Warum sollten wir uns wünschen, immer bei ihm zu sein, wenn er auch leiblich auf Erden ist? Und die Antwort des Katechismus ist dann auch, nein, weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, folgt daraus, dass sie wohl außerhalb ihrer angenommenen menschlichen Natur und dennoch auch in derselben ist und in einer Person mit ihr vereinigt bleibt. Dabei gibt es dann noch eine Fußnote im evangelischen Gesangbuch, lesen wir die auch. Da steht mit dem Wort unbegreiflich, will der Katechismus nicht sagen, dass man Gott nicht verstehen könne, sondern dass er von keinem Raum umschlossen werden kann. Die Aussage des Katechismus kann auch so formuliert werden, weil Gott nach seinem Wesen von keinem Raum oder Körper umgrenzt wird, sondern überall gegenwärtig ist, so ergibt sich, dass auch Christus nach seiner Gottheit zugleich in seiner menschlichen Natur und dennoch auch außerhalb ihrer ist und deshalb in seiner Person zugleich ein wahrer und gerechter Mensch und wahrer Gott ist. Und erst dann kommt der Heidelberger Katechismus zu der Frage des Nutzens. Frage 49, was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Wir haben das schon gelesen. Und da muss ich leider doch sagen, dass unsere Version im evangelischen Gesangbuch etwas zu schwach ist. Da sind zu viele Änderungen im Vergleich zu älteren Versionen. Deswegen habe ich auf dem Liturgieblatt auch eine ältere Version gedruckt. Frage 49. Da ist es also so, was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Erstlich, dass er im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters unser Fürsprecher ist. Zum anderen, dass wir unser Fleisch im Himmel zu einem sicheren Pfand haben, dass er als das Haupt und seine Glieder auch zu sich werde hinaufnehmen. Zum dritten, dass er uns seinen Geist zum Gegenpfand herabsendet, durch welches Kraft wir suchen, was droben ist, da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes und nicht das auf Erden ist. Hier finden wir also das schöne Bild von Pfand und Gegenpfand. Und das ist leider in unserer Version im EG ganz weg. Darauf werde ich später eingehen. Der erste Nutzen, den der Heidelberger Katechismus hier erwähnt, ist, er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters unser Fürsprecher. Und das ist wohl an 1. Johannes 1, 2, Vers 1 und 2 angelehnt. In diesen Bibeln, Seite 1294, da schreibt der Apostel Johannes, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ein Fürsprecher ist ein Anwalt. In der Schweiz scheint man es immer noch so zu nennen, Fürsprecher. Es ist ganz einfach. Er spricht für jemanden. Oft sprechen Anwälte für Kriminelle. Und versuchen sie, die Strafe zu vermindern, indem sie behaupten, es gibt mildernde Umstände, die in Betracht gezogen werden müssen. Oder sie behaupten, sogar ihr Mandant sei ganz unschuldig. Und dann muss der Richter ein Urteil fällen. Was macht nun unser Anwalt Jesus Christus im Himmel? Auch hier geht es also um die Rechtfertigung. Hier wird klar, dass er unser Fürsprecher ist, weil er auch das Sühnopfer für unsere Sünden ist. Vers 1 und 2 sind so miteinander verbunden. Wenn wir sündigen, sagt der Anwalt Jesus Christus zum Vater, ja, es ist Sünde. Und es gibt keine mildernden Umstände, aber ich bitte dich, schaue auf mich. Schaue auf meine Wunden.
Schaue auf das Sühnopfer, das ich gebracht habe für dieses Kind, das seine Sünde so bereut. Wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Andere Bibeltexte, die hier zu erwähnen sind, sind Römer 8, 34. Römer 8, 34, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Und da wird klar, dass man also Himmelfahrt auch auf einer Linie mit der Auferstehung sehen soll. Auch da war die Rechtfertigung wichtig und so auch bei der Himmelfahrt. Und zu denken ist auch an Hebräer 7, 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und auch an Hebräer 9, 24, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Warum ist er vor dem Angesicht Gottes erschienen? Für uns. So wie der hohe Priester im Alten Testament auch das Heiligtum für das Volk einging, um das für das Volk Versöhnung zu bewirken. Ist das nicht ein wunderbarer Nutzen von Himmelfahrt? Wir können gewiss sein, dass wir gerettet sind, wenn wir dieses auch glauben. Nicht, weil wir etwas tun, denn wir sind schreckliche Sünder, aber weil Jesus unser Fürsprecher ist. Der Anwalt, der für uns gestorben, begraben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Und da sagt der Heidelberger Katechismus weiter, zum anderen, dass wir unser Fleisch im Himmel zu einem sicheren Pfand haben, dass er als das Haupt und seine Glieder auch zu sich werde hinaufnehmen. Himmelfahrt bedeutet also auch, nun ist unser Fleisch und Blut in den Himmel aufgenommen worden. Jesus hat ja unsere Natur angenommen, menschliches Fleisch und Blut. Und nun ist er mit dieser menschlichen Natur, die zwar verherrlicht war, aber immer noch 100% menschlich, in den Himmel aufgefahren. Der Sohn ist uns vorausgegangen. Das ist wie ein Pfand, so wie der Sohn aus der Geschichte am Anfang. Er hat in Kanada alles vorbereitet, damit seine Eltern ihn dann folgen könnten. Wir wissen, Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, ist im Himmel. Normale, sündige Menschen können nicht vor Gott treten. Aber nun tritt zum ersten Mal ein sündloser Mensch in den Himmel ein. Und weil er unser Haupt ist, haben wir ihn zu einem sicheren Pfand, dass er auch uns seine Glieder zu sich nehmen wird. Man könnte sagen, der Kopf ist über Wasser. Der Kopf ist über Wasser. Wenn ein Mensch ins Wasser fällt und nicht schwimmen kann, was passiert dann? Wenn ein Mensch ins Wasser fällt und nicht schwimmen kann, was passiert dann? Dann wird er ertrinken. Wenn er aber gerettet wird, wird der Kopf rausgezogen und mit dem Kopf über Wasser wird man ans Land gebracht. Ich habe das früher selbst geübt, gelernt, als ich Rettungsschwimmen lernte. Man hebt den Kopf aus dem Wasser und wenn der Kopf nur über Wasser ist, ist der Leib schon gerettet, könnte man sagen. Und so ist Jesus Christus unser Haupt im Himmel. Die Kirche, wir sind sein Leib auf Erden, wir sind seine Glieder. Wenn das Haupt schon im Himmel ist, dann werden auch wir dort kommen, wenn wir seine Glieder sind. Und wenn Jesus Christus in den Himmel willkommen geheißen wurde, und was für ein Fest war das, als er nach Hause kam, dann werden auch alle seine Glieder in den Himmel willkommen geheißen werden. Pfand, also, und dann Kekenpfand. Zum Dritten. Ja, zum Dritten, dass er uns seinen Geist zum Kekenpfand herabsendet, durch welches Kraft wir suchen, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes und nicht das auf Erden ist. Dieses Pfand und Gegenpfand werden oft mit Eheringen verglichen. Eheringen. Schau mal, Jeff, da siehst du einen Ehering. Ja? Und Mama hat auch einen.
Der Ehemann gibt seiner Frau ein Pfand seiner Liebe, den Ring, mit darin seinem Namen. Und das Gegenpfand gibt ihm die Frau auch einen Ring. So ist die Liebe zwischen den beiden versiegelt. So wird der Bund zwischen Mann und Frau geschlossen und vorgestellt. Und wir dürfen auch in einer Bundesbeziehung leben. Unser Bundeshaupt ist Jesus Christus. Er hat durch sein Blut einen Bund mit uns geschlossen, der nie vergeht. Jesaja 54, Vers 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und ein Zeichen davon haben wir in der Taufe empfangen. Wie wir schon gesungen haben in Psalm 105. Er will stets seines Bunds gedenken, nie wird er seine Treue kränken. Der Bund, der Abrahams Hoffnung war, steht jetzt noch da, unwandelbar. Also, die Himmelfahrt ist auch davon eine Versicherung, von diesem Bund. Wir haben sein Fleisch als Pfand im Himmel. Und das ist ein Zeichen von Gottes Liebe, Treue und Gnade für uns. Und als Gegenpfand gibt er seinen Geist. Das ist das Dritte, das hier erwähnt wird. Zum Dritten noch einmal, dass er uns seinen Geist zum Gegenpfand herabsendet, durch welches Kraft wir suchen, was droben ist, der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes und nicht das auf Erden ist. Der Geist wirkt in uns. Er überzeugt uns davon, dass wir Gottes Kinder sind und hilft uns, unser Leben nach Gott auszurichten. Der Geist hilft uns, unser Leben himmelwärts zu leben. Und in 2. Korinther 1, 22 steht, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Pfand und Gegenpfand. Zwei Ringe als Beweis der Liebe, der Bundesliebe. Und wenn Menschen heiraten, ist es eine Bewegung von beiden Seiten. Die Menschen gehen aufeinander zu. Aber wenn es um die Liebe Gottes geht, ist klar, dass die nur von ihm ausgeht. Von uns aus würden wir Gott nie suchen. Wir denken, dass wir Gott nicht brauchen. Und viele Menschen sterben so in dieser Verlorenheit und gehen auf ewig verloren. Aber Gott bringt seine Auserwählten zur Seligkeit. Und das heißt, er kommt mit Pfand und Gegenpfand zu uns. Mit beiden Ringen befestigt er die Liebe. Und dieser Bund wird nicht wanken, denn es ist beides fest in Gottes Hand. Man sagt ja manchmal, ich tue mein Bestes und Gott wird den Rest machen. Oder es wird gesagt, Gott hat alles schon gemacht, jetzt musst du noch nur noch dies und das. Aber dann hat Gott ja nicht alles gemacht und dann müssen wir noch etwas. Nein, hier wird klar, Gott macht alles. Jesus Christus ist im Himmel für uns. Und er gibt uns seinen Geist, durch dessen Kraft wir suchen, was droben ist. Also, wessen Kraft ist es, durch die wir suchen, was droben ist? Die Kraft des Geistes. Diese Woche hatte ich noch ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ich vergesse oft zu beten und Bibel zu lesen. Was soll man da tun? Sich mehr anstrengen? Es besser machen? Wenn das nur deine eigene Kraft ist, wird es dir nicht helfen. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und dafür dürfen wir beten. Und lebe dann zu Gottes Ehre. Wirklich. So, dass du suchst, was droben ist. Ein altes Lied sagt es so. Schickt das Herz dort hinein, wo ihr ewig wünscht zu sein. Das ist ein guter Rat. Menschen fantasieren oft über oder träumen von dem nächsten Urlaub. Aber Christen sollten vor allem viel über die Ewigkeit mit Jesus nachdenken. Schickt das Herz da hinein, wo ihr ewig wünscht zu sein. Und das wird dann auch ganz praktisch. Da möchte ich mit Kolosser 3 abschließen. Kolosser 3, Vers 1 bis 4.
Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dieses Pfand in unseren Herzen. Wir danken dir für dein Fürsprechen für uns. Wir wissen oft nicht, wie zu beten. Und Herr, wir können so verzweifelt sein, wenn wir so sündigen. Und alles zu misslingen scheint. Herr, erbarme dich über uns. Gib uns deine Kraft. Du hast deinen Geist gegeben und durch seine Kraft können wir zu deiner Ehre leben. Wirke so in uns, in jedem von uns, in jedem Glied der Gemeinde und erneuere unser Leben, unser Gemeindeleben zu deiner Ehre. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Lass uns aufstehen und das Unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt im Glauben den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.